gebracht hat, unser Bezirkswirtschaftsmeister und Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats München, Hans Hammer. Sie sehen ihn deshalb nicht hier, weil er es sich erlaubt hat, ein ganzes Jahr in Amerika zu tun, und ich soll Ihnen von ihm herzliche Grüße ausrichten. Bei Christian Schottenhammer ein herzliches Dankeschön anbringen, dass wir wieder hier sein können zum 11. Mal und, meine Damen und Herren, das kann man bereits ankündigen, auch zum letzten Mal. Der 12. CSU-Ball München Geschichten wird nächstes Jahr an einem anderen Ort etwas höher liegen geografisch stattfinden, nämlich auf dem Nockerberg, so wie darf ich jetzt schon ankündigen. Also genießen Sie noch einmal diese wunderbare festliche Atmosphäre, und da möchte ich mich gleich zu Beginn bedanken bei denjenigen, die das heute ganz entscheidend vorbereitet haben. Das ist Diana Musner, die mich jedes Jahr so gekümmert hat in der Vorbereitung. Liebe Diana, ein herzliches Dankeschön. Und sie wurde unterstützt von Johanna Schottenhammel und Nathalie Schmidt. Auch euch beiden ein herzliches Dankeschön. Ich möchte jetzt unseren heutigen Schirmherrn begrüßen, der nicht zum ersten Mal auf diesem Ball ist, nicht zum ersten Mal Schirmherr ist. Und es zeigt, meine Damen und Herren, welche Verbundenheit er zu München hat. Und das, obwohl er ein Nürnberger ist. Er liebt München, er versteht München, er ist ein Freund der CSU München. Und wenn Sie dieses Jahr politisch betrachten, dann hat er mit seinen Vorschlägen ein hervorragendes politisches Jahr für die christlich-soziale Union eingeleitet. Da bin ich sicher, Amtszeitbegrenzung des Ministerpräsidenten, ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit. Und der 10-Punkte-Plan, der eine Stärkung der inneren Sicherheit bedeutet, der bedeutet, dass er auch das Thema Flüchtlinge in der gewohnten Konsequenz, die Sie von der CSU erlebt haben, weiterverfolgen. Es gibt mehr Polizisten, es gibt eine bayerische Grenzpolizei. Wir tun etwas mit einem Pflegegeld für diejenigen, die am unteren Ende der sozialen Skala stehen. Und für die Großstädte gibt es ein großes Ausbauprogramm für den öffentlichen Personennahverkehr. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den zukünftigen Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Dr. Markus Söder. Ich begrüße den zweiten Staatsminister, der heute Abend hier ist, und bei ihm ist es eine Selbstverständlichkeit. Es ist unser Bezirksvorsitzender Ludwig Spendl, mein politischer Freund, lieber Ludwig, ein herzliches Willkommen. Verehrte Gäste, ich begrüße sehr herzlich meine beiden anwesenden Kollegen als stellvertretende Bezirksvorsitzende der CSU München, Staatssekretär Georg Eisenreich und Stadträtin Evelyn Menges. Auf euch ein herzliches Grüß Gott. Für den Deutschen Bundestag darf ich die Abgeordneten Bernhard Loos und Stefan Pirsinger begrüßen. Hallo. Und für den Bayerischen Landtag freut es mich sehr, dass der Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer da ist und der stellvertretende CSU-Generalsekretär Markus Blume, die stellvertretend für die vielen anwesenden Landtagsabgeordneten sehr herzlich begrüße. Ich sage ein herzliches Grüß Gott an die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchner Stadtrat und möchte stellvertretend für alle den Fraktionsvorsitzenden, den immer noch relativ neuen Fraktionsvorsitzenden Manuel Petzl und seinen Stellvertreter Professor Dr. Hans Theis sehr herzlich begrüßen. Hallo. Meine Damen und Herren, dieser Ball ist ein Ball, den die CSU von der ersten Sekunde an gemeinsam mit den
Jahren veranstaltet hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute Abend hier stellvertretend für die vielen anwesenden Vertreter der Münchner, der Oberbayerischen, der Bayerischen Wirtschaft, den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern begrüßen darf. Lieber Eberhard Sasse, ein herzliches Willkommen. Und für die Wissenschaft begrüße ich Universitätsprofessorin Dr. Marion Kichle mit ihrem Mann, der Sportreporterlegende Marcel Reif, für den Sport die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, übrigens die Frau von unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für das Handwerk Heinz Traubinger Junior, die stellvertretenden Landesinnungsmeister des Bäckereihandwerks. Und dann möchte ich noch ein ganz herzliches Grüß Gott zu einem Urgestein auf dem CSU-Ball sagen, nämlich zu unserem Freund, dem Musikkabarettisten André Hartmann. Ein herzliches Grüß Gott. Und da geht man dann nachher so richtig gebeugt, dann wieder aus dem kleinen Sitzungssaal, weil dann hänge ich da bestimmt 15, 20 Uhr dran. Ja, ich erinnere mich an die Bilder. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, den haben Sie ja schon charmant angekündigt. Meine größte Lieblingsgeschichte zu Dr. Markus Söder ist folgende. Da war man zu Gast bei München TV und dann hat eine ganz nette Kollegin aus der Maske gesagt, Servus, Sie bin Bettina aus der Maske. Und dann hat er gesagt, grüß dich, ich bin der Markus aus der Staatskanzlei. Wir können anfangen. Herzlich willkommen, Dr. Markus Söder und Dr. Ludwig Spendl. Sie beide sind heute hier. Jetzt gleich ein bisschen wie Man in Black, ja? Schwarz-Weiß-Ball, Casino Royale, den kleinen Finger frei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, heute Abend bei diesem Ball dabei zu sein, erneut, und auch die Schirmherrschaft übernommen zu haben. Ich möchte eine begrüßen und unbedingt nachholen, die es schwer vergessen war. Und es ist eigentlich der Grund, warum wir alle da sind. Wissen Sie, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich spreche jetzt mal die Herren an. Mir geht es meistens so am Nachmittag vor einem Ball. Auch wenn er lange warm ist, so am Nachmittag. Man guckt gerade auf Sky Fußball an und man denkt sich, eigentlich könnte man ja auch theoretisch den Abend zu Hause verbringen. Denn man weiß, wenn man nach Weihnachten in den Smoking steigt, das irgendjemand heimlich, dieses Smoking irgendwie über Weihnachten länger gemacht hat. Mir geht's anders. Und bevor man dann überlegt und seiner Frau sagen wird, ach, das bleiben wir heute Abend heim, kommt die Dame des Hauses und zeigt einem das Kleid, mit dem sie zu dem Ball gehen. Und genau in dieser Sekunde entscheidet man sich, keine Widerrede, man freut sich auf den Ball. Was ich jetzt bereits gesehen habe, an den wunderschönen Damen, die heute da sind, an ihren Roben und ihrer Kleidung, möchte ich Ihnen, meine Damen, die Auffallung machen. Sie sind die eigentlichen Stars des Abends. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Abend erreicht haben. Schön, dass ihr dabei seid. Auch wenn ich aus Nürnberg stamme, wie der Josef ja natürlich gesagt hat, habe ich mein ganzes Leben in München gearbeitet. Gab wahrscheinlich daran keine Arbeit und bin seit vielen Jahren, drei Jahrzehnten jetzt hier dabei. Und es gibt jetzt die Chance und die Herausforderung, dieses wundervolle und starke Land zu führen. Eines möchte ich sagen, wenn man überlegt dieser Tage, dass wir doch in einer paradoxen Situation leben, eigentlich, meine Damen und Herren, müsste alles ganz einfach sein. Deutschland geht es so gut wie noch nie, wirtschaftlich, sozial, finanziell, eigentlich müsste alles ganz einfach sein.
Stellen Sie sich vor, wir würden so einen Ball woanders feiern, in anderen Teilen Europas, in London, wehklagen um den Brexit. Stellen Sie sich vor, wir wären irgendwo in Griechenland, wenn die Tafeln kleiner. Oder stellen Sie sich vor, wir würden gerade in Katalonien feiern, dann würde die erste Reihe der Politik aus dem Gefängnis oder per Video zugeschaltet werden, um sie zu dem Ball zu begrüßen. Da geht es uns ganz anders. Und das Paradoxe ist, dass trotzdem viele Menschen unsicher sind. Trotzdem möchte ich Ihnen eines sagen, das gilt für mich. Dass dieses großartige Land Deutschland heute so stark ist und stabil. Es liegt nicht nur daran, dass es Städte wie Berlin oder Bremen gibt. Die eigentlichen Leistungsherzen Deutschlands, die liegen woanders. Die liegen genau hier. Ich sage Ihnen eines. Dass Europa stabil ist, das liegt an Deutschland. Dass Deutschland aber so stark ist, liegt an Bayern und München, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was mich dann deswegen immer so wundert, dass außer uns eigentlich keiner richtig regieren will. Wenn man mal so was sagt, wenn was schwer ist, dann braucht man sich nicht. Aber wenn es leicht ist vermeintlich, dann müsste es doch einfach sein. Deswegen hoffe ich sehr, dass über Nacht in der deutschen Sozialdemokratie doch noch Vernunft einkehrt und man endlich etwas Vernünftiges macht, dass dieses Land endlich eine Regierung bekommt. Eines sage ich Ihnen auch, und das gilt für beide, ich will nicht Politik machen. Wir haben es zum Sprechen, zum Diskutieren, miteinander die leichten Dinge. Später wird Ludwig Spende noch tanzen. Mit seiner Frau. Ja, hoffe ich. Eines möchte ich noch sagen. Ich verspreche Ihnen, ich möchte nächstes Jahr wieder gerne zu diesem Mal. Aber eines möchte ich Ihnen da nicht sagen. Und das ist der Unterschied. Wenn man sieht, wie Deutschland sich zersplittert, zum Beispiel im bürgerlichen Lager, und wir monatelang brauchen, bis wir eine halbwegs Regierung bekommen, möchte ich nächstes Jahr nicht hier stehen und Ihnen berichten, dass morgen oder übermorgen vielleicht kleinere Parteien entscheiden, ob sie sich trauen, Bayern zu regieren. Mein Wunsch ist eigentlich nur ein einziger. Ich möchte keine Berliner Verhältnisse in Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen schönen Abend, genießen Sie die Nacht. Ich glaube, es ist eine wundervolle Dekoration, es ist schön bereitet. Jetzt kann der Abend beginnen. Mir ist es eine Ehre und Freude, dabei zu sein. Ich wünsche uns allen eine rauschende Weihnacht. Unser Prinzenpaar ist sehr stark engagiert. Wie William und Kate, es ist so nett, auch bei der Nahala des Prinzenpaar geht es um soziale Einrichtungen. Stattet dort Besuche ab. Was ist jetzt eigentlich genau die Aufgabe eines Hofmarschalls? Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie heute durch das Programm der Nahala führen, durch das Jubiläumsprogramm. Und ich freue mich schon, heute Abend hier bei der CSU zu sein. Genau, und warum wir jetzt auch so ein bisschen Zeit brauchen, denn so ein Präsidium bei der Nahala, das sind ja auch ganz schön viele Leute, da müssen wir erstmal ein bisschen Platz machen hier auf der Bühne, dass die alle draufpassen. Wie viele seid ihr denn so bei der Nahala? Ja, das geht natürlich los bei unserem Fahnenregiment, da haben wir Präsidium, Elferrat, es sind viele Gremien und natürlich unsere Prinzengarde, also ist schon ganz schön was geboten heute Abend. Auf jeden Fall ist was geboten und ich habe ja vor zwei Tagen euch auch gesehen im Deutschen Theater, ganz tolle Show, das kann ich Ihnen schon verraten. Und es gibt auch ein echtes tanzendes Karussell, der Thorsten, ich bin ein großer Fan, der wird auch heute Abend wieder dabei sein. Und ich würde sagen, ich glaube, wir haben die Sitzung fertig umgebaut, jetzt übernehme ich an den Hofmarschall und wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit der Nahala. Vielen Dank, Valentin Auer. Ja, vielen Dank, liebe Monika Eckert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend hier heute beim CSU-Ball. Es freut uns sehr, dass wir bei der CSU zu Gast sein dürfen. Und einige von Ihnen wissen es wahrscheinlich schon. Unser Prinz Sebastian der Erste ist selber politisch aktiv. Er ist der Bürgermeister von Aubing und lenkt die Geschicke des Stadtviertels mit erfolgreicher Hand. Und jetzt bitten wir Sie alle, auf das ganze Gefolge der Nahala München dabei und Sie stehen schon bereit. Ein großer Applaus. Begrüßen Sie mit mir die Nahala München. Es ist unser Nahala-Marsch und die Nahala wird angeführt von unserer neuen Fahne.
Meine Damen und Herren, 125 Jahre gibt es die Nahada und heuer haben wir zum ersten Mal eine geweihte Fahne von Rainer Maria Schießler in der Maximilianskirche geweiht und sie wird begleitet vom Fahnenregiment der Nahada München, gefolgt von den Jungelfern und Hofdamen, dem Hofstaat. Es folgen die Ex-Prinzen mit Elferratsprecher und Ex-Prinz Christian II. Dann unser Elferrat, der Nahada München, und das Präsidium mit Vizepräsident Günter Marischa, Werner Treumann und Matthias Stolz und das offizielle Faschingsprinzenpaar der Landeskapstadt München, Prinz Sebastian I., der jubelnde Faschingsregent und ihre liebliche Prinzessin Janina I., die rheinisch-bayerische Pro-Natur. Ein großer Applaus für die Nahada München! Ja, meine Damen und Herren, die stehen schon bereit. Ich habe schon erwähnt, wir haben heuer eine Standarte geweiht und die wird natürlich begleitet vom Fahnenregiment, das uns jetzt einen wunderbaren Marsch darbietet. Ich darf sagen, Fahnenregiment, Marsch! Das Fahnenregiment der Nahada München, ein großer Applaus!